Jahr 2000 haben die Vereinten Nationen 8 weltweit gültige Entwicklungsziele formuliert. Was wurde in den letzten 15 Jahren erreicht? Welche Ziele konnten nicht umgesetzt werden? Das dritte Millenniumsziel sollte die Gleichstellung der Geschlechter fördern. Wie bei den meisten politischen Ansätzen zur Gleichstellung wird dabei von 2 Geschlechtern ausgegangen, Mann und Frau. Andere Identitäten kommen nicht vor. Auch in der deutschen Politik werden Transmenschen oft vergessen. Die Gesetzgebung ist veraltet und berücksichtigt Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau sehen, gar nicht. Ich bin Carmen. Und ich bin Don Jose. Ja, so, es ist ein Genderfuck. What I love about singing is that you are kind of communicate something to your audience, and you're sharing a story, and you're sharing it's something you're really passionate about. Or I guess I should speak for myself. I'm sharing something I'm really passionate about, and I'm trying emphatically to tell a story and communicate that to someone, and that's something really special because it feels very personal, even though the audience is far away. Always on the floor. This Olympic walking is such a hard deal. I didn't know that when I signed up for it. Oh, you're getting faster. So, oh my god, faster! What? Sorry, sir. Sorry, I was listening to you, sorry. I feel my existence when I'm on stage. I feel my existence as its highest. Ah, hier sind die Bohnen. Also hier sind mindestens 2, ich glaube sogar 3 verschiedene Bohnensorten. Wenn ich mich alles täusche, ist das die Feuerbohne. Ich bin Robin. Ich studiere Gartenbauwissenschaften. Ich identifiziere mich als trans und nicht-binär oder genderqueer. My gender identity is genderqueer or non-binary. And that means that I don't fit in the binary system, which is man and woman. Hallo, ich bin Kay. Ich bin Künstler und Sexarbeiter. Alles, was mit irgendwie Sexualität und Geschlecht zu tun hat, also durch verschiedene Mittel, dann kann ich bearbeiten. Ich bin ein Transmann, sage auch gerne so F2N, Female to Male. Trans boy. I identify as trans, sort of full stop. I don't really identify as male, and I don't identify as like even as like a trans man. I sort of identify as trans masculine, / gender queer. So I'm kind of in between. I identify with sort of having a masculine frame for my body, and then being able to express myself outside of that, however I want. Ein Kind kommt auf die Welt, die Hebamme ruft, es ist ein Junge, es ist ein Mädchen, und die Person stellt irgendwann im Laufe ihrer Kindheit fest oder in der Jugend, manche auch erst im Erwachsenenalter, nee, Hebamme lag daneben, meine Familie lag daneben, mein soziales Umfeld liegt daneben, meine Kolleginnen liegen daneben. Und das zu erkennen ist nicht leicht, denn es fehlt immer noch an Rollenmodellen dafür. Wer jetzt zum Beispiel ein schwuler Junge in der Provinz ist, stellt fest, aha, in Berlin gab es einen schwulen Bürgermeister, so, die eine oder andere Politikerin ist lesbisch, aber so öffentlich sichtbare Trans-Leute, die vielleicht auch Rollenmodelle sein könnten, gibt es erstmal nicht. Das heißt, was ganz Unterschiedliches ist zu anderen Menschen. Es braucht erst ein inneres Coming Out, also die Person muss für sich selber erfassen, oh, da ist aber was anders als alle denken. Und dann kommt der nächste Schritt, das nach außen zu bringen. I went through the process of coming out to friends in real life and then had like a big blast on like Facebook of just like, I'm trans, these are my pronouns, this is my name. Use it. If you have questions, come to me. And I was very open with people, which I don't think any trans person is required to be like so open to conversation with people.
But I think for me, it was really important to be super, super visible because I have the privilege of feeling safe and having a group of friends where I can be out and being in a work environment where I can be as out as I want. And not everybody has that. When I cut my hair when I at the age of 19, I had a big relief. And then I started to change my clothes. And then I started to feel happy with myself. Happy in myself. Es gibt das körperliche Geschlecht und das soziale Geschlecht. Und wenn ich sage, dass ich mich als nicht-binäres Geschlecht empfinde, dann bedeutet das, dass ich mich im sozialen Geschlecht weder als Frau noch als Mann empfinde, sondern als drittes Geschlecht. Dieses weder noch ist mir sehr wichtig, weil ich auch wenn ich als Frau oder als Mädchen aufgewachsen und erzogen wurde, weibliche Geschlechtsmerkmale habe, körperliche, fühle ich mich nicht als Frau und ich fühle mich aber genauso wenig oder sogar noch weniger als Mann. Manchmal trage ich einen Anzug, manchmal bin ich so, manchmal also alles, aber für mich normalerweise habe ich auch Nagellack, aber gerade hatte ich eine Wohnung gesucht und das war für die ein bisschen zu komisch, da habe ich das weggemacht, aber normalerweise habe ich immer das. Für mich, es gibt keine weibliche oder männliche Sachen mehr. Es gibt Sachen, die ich mag und Sachen, die mir nicht gut gefallen. Und das hat kein Geschlecht. Hindernisse, die auftreten können, sind zum Beispiel keine Akzeptanz am Arbeitsplatz oder in der Schule, am Ausbildungsplatz. Es gibt in Deutschland ein Transsexuellengesetz seit jetzt 35 Jahren. Das macht ziemlich hohe Hürden und das regelt, wie zum Beispiel der Vorname geändert wird oder wie der Personenstand geändert wird. Und das setzt voraus, man geht zum Amtsgericht, da hast du die Hürde, kenne ich das Amtsgericht, also ist das ein Ort, an den ich gerne hingehe. Anschließend müssen, alleine um den Vornamen zu ändern, zwei Gutachten erstellt werden von Psychologen, die nehmen einen dann so richtig auseinander, mitunter zieht sich das über anderthalb Jahre. Dass diese GutachterInnen getroffen werden, bis sie ihre Gutachten erstellt haben, geht viel Zeit ins Land. Und gleichzeitig sind Leute schon auf einem medizinischen Weg vielleicht nach dem äußeren Coming-out, wollen zum Beispiel eine Hormontherapie. Das heißt, das Äußere gleicht sich schon dem tatsächlichen Geschlecht an, aber auf dem rechtlichen Weg gibt es zum Beispiel noch nicht die neuen Personaldokumente. Das heißt, dann kommt eine Person, die schon so ein sehr männliches Auftreten und Erscheinungsbild hat, vielleicht schon eine tiefe Stimme, vielleicht schon Bart, vielleicht schon Geheimratsecken, will sich um eine Stelle bewerben, kommt mit dem alten Personaldokument, sofort ist das Bewerbungsgespräch gelaufen, weil auffällt, weiblicher Personenstand im Personaldokument, weiblicher Vorname, aber da sitzt jetzt dieser junge Mann vor mir, da stimmt doch was nicht. Auf dem Weg eine Arbeitsstelle zu finden, ist quasi unmöglich. Getting a package, I hate getting packages. It's a huge source of dysphoria because I have to go and they will always say something about my gender, like, oh, you're actually a woman. And it's like, oh my god, do you have to comment on my gender every time, every time. I hate it so much. Bis zum Jahr 2011 mussten sich Transmenschen, um den Personenstand zu ändern, ein M in ein F oder ein F in ein M, einer Sterilisation unterziehen. Und das ist natürlich ein sehr massiver Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, den viele Leute auch für sich abgelehnt haben. Am Anfang war meine Transition, als ich 16 aussah, ungefähr, bin ich dreimal geschlagen worden von Gruppen von Männern, die anscheinend größer und stärker als ich waren und nicht allein auch, weil ich einfach, das ist bestimmt ihre Weg, ihre Maskulinität zu zeigen, ich weiß es nicht, das war total neu für mich, richtig ohne Grund, einfach so. Ich war auf der Straße und ich bin einfach so geschlagen worden, dreimal, in eineinhalb Jahren oder so. Und dann habe ich Muskeln entwickelt, Tattoos gehabt und das hat aufgehört. Alleine so ein Toilettengang ist für eine Transperson eine Hürde, weil welche Toilette soll sie nehmen? Nimmt der Transmann, der vielleicht noch keine Hormone bekommt, noch kein Testosteron extern zugeführt bekommt und dementsprechend noch nicht als Mann gelesen wird, nimmt er nun die Männertoilette und fliegt dort hochkant raus und die anderen Männer sagen ihm so, hey, das ist die Männertoilette, oder nimmt er die Frauentoilette, geht quasi in den dort anwesenden Frauen unter, fällt erstmal nicht auf als anders, fühlt sich aber total fremd und einfach am falschen Ort.
Toiletten sind auch häufig so ein Einfallstor für verbale oder körperliche Gewalt. Das passiert häufig zum Beispiel Transfrauen, die immer noch auf die Männertoilette gehen, weil sie aus der Frauentoilette rausfliegen und dann dort aber vielleicht schon mit weiblichen Accessoires versehen auffallen, und dann ist es ein Einfallstor für Beleidigungen und oft auch für körperliche Angriffe. Die werden auch erfasst. Jedes Jahr zum Internationalen Tag gegen Homophobie und Transphobie erscheint eine Statistik, wie viel Gewalt, und zwar gleich tödliche Gewalt, weltweit Transpersonen zum Opfer fallen. Und das sind jedes Jahr verheerende Zahlen, auch in Europa, nicht nur in anderen Kontinenten. Wenn sich dann jemand vorstellt mit einem neuen Vornamen, ist das natürlich auch immer geknüpft an neues Pronomen. Und dann über jemanden zu sprechen mit, naja, also er heißt ja jetzt Susanne, aber für mich bleibt er immer noch mein Bruder, ist ein Schlag ins Gesicht für diese Person. I use masculine pronouns, and so he and him, and that's it, yeah. Mein Pronomen im Deutschen ist bislang hen. Das ist eigentlich aus dem Schwedischen. Und ist eben ein neues Pronomen, was weder er noch sie noch es ist, sondern es ist ein geschlechterneutrales Pronomen, was für Menschen steht. Ja, ich benutze er. Ich habe dran gedacht, aber ich bin Franzose, aber weder auf Deutsch oder auf Französisch gibt es keine neutrale, also nicht richtig, dass man da benutzt. Wenn ich in so in den USA oder in England leben wollen würde, würde ich vielleicht they benutzen. Das ist diese neutral, also non-gendered Pronomen. Wenn Leute darüber nachdenken, dass sie vielleicht trans sein könnten, sollte man sie unterstützen, sich vielleicht mit dem Thema in das Thema einlesen. Googlen hilft viel. Big thing, one of my number one things that makes me feel super comfortable is if I'm with a friend and they introduce me, like if I don't have to introduce myself, then they can say, hi, this is Holden, he is an opera singer, he is American, or something like that, where they use my pronouns, because I can't use my own pronouns. I can't say, hi, my name is Holden, I use masculine pronouns, but nobody does that. And so that is really nice to do. It's just like, if you know that your friend is trans, just do that automatically, and they'll be super happy, because they're probably also afraid of social situations anyway. So don't assume anything before you talk to the person about their gender. Don't ask a trans person about their old name, ever. It's just not appropriate. Die Leute denken, so haben, weil wir anders sind, die dürfen einige Sachen fragen, so wie zum Beispiel, was ich für Genitalien habe. Das finde ich immer ziemlich krass. Und dann antworte ich immer die Person, wie entweder wie ihre Muschi aussieht oder wie groß sein Schwanz ist. Don't ask about a trans person's operations or about what operations they're going to have or if they've already had the operation, something like that. Don't ask, because it's not your business. It would be amazing if film and theater and whatever industry it is, if they would consider genderqueer people as they are, and if they create more roles for the people who don't match with the gender types. Because in Berlin, I thought that it would be better than Turkey, but like, people are not writing roles for genderqueers. They are writing roles for handsome men and beautiful long-haired women.